Der Flughafen Frankfurt versinkt im Chaos. Bilder von den vergangenen Sommerferien. Und damit das nicht mehr passiert, hat die Fraport AG an den Sicherheitskontrollen nachgerüstet. Sie setzt auf neue Technologien. 7 CT-Scanner sollen die Kontrolle für das Handgepäck einfacher machen. Sie können dann auf den PCs vorhin mehrere Bilder gleichzeitig in verschiedenen vertikalen, horizontalen Ansichten, überlappenden Ansichten etc. nehmen und haben damit auch mehr Sicherheit. Und das ist ja das Entscheidende. Der Arbeitsplatz wird besser für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit mehr Sicherheit gleichzeitig gekoppelt und höherem Komfort für die Passagiere. Also eine Win-Win, wie man so schön sagt. Mehr Sicherheit und Komfort ist gut, aber was ist mit Schnelligkeit? Mit rund 80 Passagieren pro Stunde liegt der Frankfurter Flughafen weit hinter anderen internationalen Flughäfen. Hier besteht jetzt die Möglichkeit von zwei Seiten. Insgesamt 4 Passagiere gleichzeitig können sich auf die Sicherheitskontrolle vorbereiten. Dann führen wir gemeinsam auf dieses Gerät und trennen hinterher wieder, dass der Gast sein Gepäck zurückbekommt. Das ist ein entscheidender Vorteil, weil er in Summe natürlich wesentlich mehr Durchsatz bringt, als wir das früher von den klassischen Röntgenspuren kennen. Und das Beste, alles kommt in eine Wanne, ohne Vorbereitung auf die Kontrolle. Christine Heinisch gehört zum Testpersonal. Es ist eine wahnsinnige Erleichterung für mich, keine Laptops, keine Flüssigkeiten mehr auspacken zu müssen. Ich bin schneller durch den Prozess, ich muss mir vorher keine Gedanken beim Packen machen. Also es ist eine Riesenerleichterung. In rund 4 bis 8 Wochen endet die Testphase der 7 CT-Scanner und die neuen Kontrollspuren gehen an den Start. 7 von 170. Damit ist der Flughafen Frankfurt noch lange nicht Nummer 1 in der Passagierabfertigung.